Aber sie hat auch teilweise zurückgelunzt. Sie hat wirklich, das muss man sagen, sie hat wirklich rübergelunzt und dann kam Sebastian immer auf die Idee, dass wir sie zum Eisessen einladen. Ja, genau. Habe ich immer gehört, ja, mir reicht jetzt, wir laden jetzt einfach auf dem Eis ein. Aber das ist bis dato einfach nicht passiert und nicht erschienen. Auch keine Ahnung, warum auf dem Eis genau, aber gut. Wahrscheinlich kam dir das Eis in den Kopf, weil es so heiß war. Das kann sein, ja. Nur, es ist bis jetzt noch nie entstanden, aber wir haben es auch die letzten Jahre schleifen lassen und zumal ich jetzt auch nicht mehr in diesem Zimmer wohne. Aber das ist, könnte ja machbar sein, wir müssen einfach nur ein bisschen kämpfen. So ist es. Meinem Bruder ein bisschen die Laune verderben, ne, dann zieht er aus. Ja. Dani, ich hoffe, du hörst das. Ja. Ja, ich hoffe, sie hört es auch, ja, und dann, dann kann man ja mal ein Eis essen, ja. Ja. Ist ja kein Ding. Das wäre echt mal lustig, ey. Das ist jetzt schon 5 Jahre her, ne? Nee. Ja, doch, circa. Also das 2011 war ja, 5 Jahre her. Ja, 2011 war 5 Jahre her. Also, krass. Aber ich habe da aber auch nie durchgeblickt, weil irgendwie in dem Haus wohnen natürlich ein Vater und eine Mutter. Ja. Aber dann, da ist eine kleine, eine mittel, also was ist klein? Also auch, ich denke mal so im Alter jetzt von uns, weil einen Führerschein haben sie, glaube ich, alle. Okay. Aber die eine ist groß, die andere ist jünger, die andere, keine Ahnung, ob da jetzt 3 Frauen waren oder 2 oder... Ich habe da nie durchgeblickt, ne, wer da wie, wo, was war. Keine Ahnung. Aber was mir bis heute noch aufgefallen ist, und das hat sich heute immer noch nicht geändert, das Licht brennt auch um 3, 4 Uhr nachts. Und zwar richtig volle Röhre. Also da mit dem Licht kann keiner schlafen. Mhm. Ich meine, du bist schon ein Künstler, der manchmal mit Licht einschläft, aber auch echt immer nur am Arsch bist. Wenn ich einpenne, penne ich ein, also da kenne ich nicht. Ja, aber mit Licht, also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht mit Licht einschlafen, außer ich bin wirklich Endstation. Okay. Aber das war echt eine coole Zeit. Vor allem 2011, da war ich gerade im ersten Jahr in der Ausbildung. Da war mein Leben noch nicht ganz so ruiniert, wie es jetzt ist. Ja, auf jeden Fall. Was arbeitstechnisch angeht, weil in der Ausbildung habe ich echt nur meine 8 Stunden gemacht. Schule ein bisschen und das war's. Und danach, aller Schwede. Ja. Da war echt noch richtig Leben da bei mir. Aber jetzt kommt 5 Jahre später, was sich da alles so geändert hat. Mein Gott, da habe ich nicht mal einen Führerschein gehabt, oder? Doch, einen Führerschein hast du schon. Ja, 2011? Ja, ich glaube schon. Wann bin ich denn 18 geworden? Keine Ahnung. Bist alt. Aber 7, 17, ja, da bin ich gerade 18 geworden. War das erste Jahr von meinem Führerschein. Ich hatte ihn ja schon mit 17 gehabt, aber da durfte ich ja nicht alleine fahren. Und dann am 18. Geburtstag hatte ich schon direkt mal einen Unfall, ich Idiot. Echt? Direkt an meinem 18. Geburtstag, ja. Wie ist das passiert? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Das war... Ich stand auf dem Freiheitsplatz. Ja. Und da hat einer halt, also ich hab geparkt gehabt, ich wollte rausfahren. Und da stand einer schon einen Park bereit und hat schon den Blinker gesetzt, also der wollte auf meinen Parkplatz. Ja. So, und dann bin ich halt rausfahren, weil ich mir halt sicher war, er will auf meinen Parkplatz, also kann ich rausfahren. Und da war hinter dem noch ein nervöser Hampelmann, ja. Der dann ihn überholt hat und ich konnte es nicht sehen. Und der ist dann, also er ist dann mir in meinen Arsch rein und ich... Ja gut, dafür kannst du ja nur du nichts. Ja, aber... Ist ja schon so. Also bei der Versicherung war es auch ausgelegt, jeder musste seinen Teil zahlen. Okay. Die Versicherung wird seine eigene Schuld sozusagen. Weil ich bin rückwärts gefahren, wenn du rückwärts fährst und jetzt richtig guckst, kriegst du immer einen Teil Schuld. Und wenn du halt ein nervöser Spasti bist und einfach auf die Gegenfahrbahn eigentlich fährst, bist du auch ein Spasti. Also von daher beides Spastis. So ist es und es ist nur so... Guck mal, hier wird angezeigt, dass wir noch 13 Punkte kriegen können. Ja, dann guck mal an. Das ist doch vielleicht eine nette Idee, die auch zu holen. Dann kannst du mal den Tigersprung ausprobieren. Ja. Soll ich das tun? Ja, warum nicht? Ja, aber ist ja jetzt in 7 Kilometern, ne? Also, ich glaube, da habe ich einen Namen vergessen, nämlich der Boni, wer auch immer das sein soll. Ich guck mal nach, wer es sein könnte. Da habe ich auf jeden Fall jemanden vergessen. Ist das ein Bergfahrer? Ja, ne? So Hügelfahrer, glaube ich. Oder Berg? Keine Ahnung. Was hier ist? Vorschläge, Peter Sager? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, dass du bei der Sprintwertung vorne mit dabei sein sollst, schätze ich mal. Das bin ich doch jetzt hier, ne? Das bist du, ja. Warum kann ich da jetzt vorspulen? Weiß ich nicht. Ja, schauen. Hey! Vorgespult. Das Peloton okay. Gibt alles. Ihr müsst gut positioniert bleiben. Sprint ist jetzt in 5 Kilometern. Warum auch immer die so krass Gas geben? Hier ist der Sieger im Zwischensprint. Also wer dieser Boni sein soll, weiß ich immer noch nicht. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt mal nachgeguckt im Heft.
Aber das weiß ich nicht so ganz. Also Martin Tierlinke hat die Sprintwertung gewonnen und jetzt geht's darum, wer holt sich Platz 4 und damit also scheinbar noch 13 Punkte. Toni Martin zieht den Sprint hier an für Marcel Kittel zusammen mit Stijn Vandenberg. Also die wollen sich die Punkte holen, sind noch, wie weit, 2 Kilometer bis zum Sprint und wir haben hier schon die ganzen großen Namen versammelt. Cavendish, Degenkolb, Kokar und wie sie alle heißen. Und hier, da geht's schon mal gut los, noch 1 Kilometer. Schwierig das durchzuhalten, jetzt kommt Kittel mit nach vorne. Oh, das wird eng, Kittel überholt dich. Aber, Cavendish kommt auch nochmal. Vierter bist du geworden, siebter, also vierter Kittel. Immerhin, dann Cavendish, Kokar, Degenkolb, Sagan, Buani, Modulo. Das wird Tom Bohnen sein wahrscheinlich. Dann Demar, Vandenberg, Reza und Genies. Also, schon mal einige Punkte geholt. Gut, wenn man jetzt schwarz malt, sagt, kann man natürlich sagen, ja, einige Punkte auch verloren. Aber immerhin. Es war der erste Sprint. Ich bin ein bisschen früh losgegangen. Ich dachte, Sagan kann es länger. Weil das Ding war, ich wollte ein bisschen früher losgehen, weil ich habe gesehen, bei der Fahrerauswahl, der Sagan hat eine Beschleunigung von 71. Echt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Er hat mehr. BES, oder? Ja, BES Beschleunigung, aber ja. BE ist Berg, wahrscheinlich ist Berg gelesen. Was tust du? Der wird beim Berg 71 haben. Sehe ich das jetzt hier nicht mehr, nee, ne? Weiß ich nicht, glaube nicht. Nee. Aber ich glaube nicht, dass der in der Beschleunigung 71 hat, das wäre... Entweder habe ich mich verlesen. Ich glaube, da hast du den Bergwert gelesen, glaube ich. Ich will es hoffen. Ja. Ich will es wirklich hoffen. Also, man kann es auch nicht mehr, glaube ich, direkt simulieren. Man muss jetzt hier reingehen und ihm sagen, vorspulen. Aha, okay. Na, das Bescheid weiß. Ja gut. Na? Ja gut, werden wir jetzt eh nicht machen, ja, aber... Ich wolltest du nur gesagt haben? Ja. Alles cool, dass man da nicht raus muss und so simulieren muss, man kann ja, einfach weitermachen, das ist ganz cool. Also auch eine coole Neuerung. So ist es. Wir sind doch auch bald bei der Mittelzone, oder? Was ist dann wegen dem gemessen? Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, weil du hast 2 Gel dabei, das ist auch neu. Wie es aussieht, hast du jetzt ein rotes oder ein blaues. Da ist ein schwarz. Das sind wir. Und der blaue Balken da? Das sind, glaube ich, das ist das Feld oder der Abstand oder irgendwie sowas. Also kann ich das jetzt theoretisch weiter später nehmen? Ja, so wie es aussieht. Also das gibt's nicht mehr mit der Verpflegungszone. Früher musste man sich immer auswählen. Aber die Frage ist, was für ein Gel man in der ersten Rennhälfte und was für eins in der zweiten nimmt. Aber die Frage ist, was esse ich? Wie esse ich? Mit Y, oder? Bin ich der Meinung. Ach, guck mal. Und du kannst... okay. Du musst doch nicht alles essen. Das ist schon mal cool. Damit kann man sich also dann regenerieren. Ich schätze mal, das Blaue wird für das Blaue sein, logischerweise. Also das ist scheinbar die Ausdauer. Ja. Und das Rote wird dann für die Attacken sein, genau. Aber das ist ja cool, oder? Das ist auf jeden Fall cool, weil es war sonst immer ein bisschen lächerlich, dass man immer nur ein Gel in der Trikottasche... das ist ein bisschen... Ja, aber auch, dass man das prozentual nehmen kann. Ja, ja, richtig. Ist auch nicht schlecht. Ich werde dann bei Kilometer 40 tauschen nochmal das Blaue rein. Ja, und dann ist halt die Sache, wann hau ich mir das Rote rein? Das Rote wahrscheinlich so 3 Kilometer vom Ziel ungefähr, so 4 Kilometer. Ja. Irgendwie sowas. Wichtig ist halt, dass der blaue Balken so lange wie möglich jetzt noch voll bleibt. Genau. Weil der ist dann der, dass wir überhaupt noch angreifen können oder nicht. Ich meine, der Rote ist an sich für den Angriff da. Das soll man es auch nochmal erklären. Der rote ist der Angriffsbalken neben der Geschwindigkeitsanzeige. Richtig. Der blaue ist die Ausdauer, ne? So müsste es sein, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Blau ist die Ausdauer. Also. Und die gelben Punkte ist so die Geschwindigkeit, die wir fahren. Also wenn ich jetzt mehr Gas gebe, dann wird es höher. Wenn ich weniger Gas gebe, geht es runter. Genau. Ja, rechts steht unser Name Sagan. Guck, Sagan vor allen Dingen. Wir haben schon wieder einen Vorsprung, ne? Siehst du das? Wir sind ganz schön weit vor dem Feld gerade. Ja. Guck mal nach hinten, die Gruppe dürfte nicht groß sein. Schau mal an. Wir haben eine ziemlich große Gruppe mit fast 4 Minuten voll im Feld. Mhm. Genies ist mit dabei. Ich nehme an, das ist in einem Sprint passiert, kann ja sein. Ja, das wird der Sprint sein, weil hier Tom Bohnen ist noch dabei. Cavendish habe ich ab und zu gesehen, Degenkolb auch noch. Es ist noch die Sprintgruppe, die sich da abgesetzt hat und jetzt einfach mal das Tempo macht. Das ist mir ganz schön aufgefallen. Und Alexandre Genies, wenn der mit viel Vorsprung ins Ziel kommt, könnte er gefährlich werden, weil der ist kein schlechter Bergfahrer. Aber da bin ich mal gespannt. Ja, aber es sind auch nur 4 Minuten. Es sind nur 4 Minuten, ja klar. Aber an sich von der Gruppe her könnten wir es schon durchhalten. Aber es macht auch nicht jeder mit, ne? Also die einzigen, die hier Tempo machen, sind Vandenberg, Reza und Genies. Ja, das Ding ist halt auch, ich sehe es eigentlich auch nicht ein Tempo zu machen, weil für was. Mit dem fahre ich eh nicht um die Gesamtwertung und wenn ich jetzt Führung mache, mache ich mir meine Ausdauer kaputt und
Und im Endeffekt hilft da nur eben Gen Yes und das bringt ja auch nichts. Ja. Und die ganzen anderen Sprinter denken sich dasselbe, also. So ist es. Aber wenn die Tempo machen, ist ja gut. Ja. Aber 5 Minuten Vorsprung haben wir aufs Feld. Ja. Wie auch immer. Das ist nicht übel. Das ist echt nicht übel. Aber wie viel haben wir auf die vorderen? 4 Minuten also, 30 auf die erste Gruppe und 5 Minuten aufs Feld, okay, ja. Okay. Aber also, kann ich irgendwie sehen, wer in der ersten ist? Früher ging das zumindest immer. Ah. Also Martin Tierlinghi, Stijn de Wolder und Serge Pauls. Alles keine gefährlichen Fahrer, muss man sagen. Also das kann man aber mit dem rechten Pfeil dann. Ah ja, okay. Alles klar. Kannst du es in der Sagan-Gruppe auch gucken, wer da drin ist? Ah ja, okay. De Gendt auch noch mit dabei, auch ein Bergfahrer, mehr oder weniger. Aber es sind jetzt, also wie gesagt, nicht die gefährlichen Fahrer, muss man sagen. Aber es könnte ein lustiger Sprint werden. Wenn die Gruppe durchkommt, wäre es auf jeden Fall ein mega lustiger Sprint, ja. Einfach so eine Sprintergruppe. Das wäre echt krass. 5 Minuten haben wir. Es sind auch nur noch 66 Kilometer, also. Ja, es ist nicht unmöglich. Weil ich denke mal, das Feld, das wird auch eigentlich, müsste eigentlich bald anfangen, Gas zu geben. Weil ich glaube kaum, dass sie in der ersten Etappe gleich mal so. Ja, aber die Frage ist halt, welche Mannschaft soll noch Gas geben da hinten, ja? Das ist halt auch die Frage. Die meisten Sprinter sind vorne, die Sprinterteams werden kein Tempo machen. Mal gucken, würde ich sagen. Könnte interessant werden, also so eine Rennkonstellation hatten wir schon mal, wenn du dich erinnerst. Wir hatten das schon mal vor ewigen Zeiten. Bei irgendeiner Tour hatten wir das. Da ist dann irgendein Außenseiter plötzlich vorne in der Gesamtwertung gewesen. Ja. Weil sich so eine Sprintergruppe abgesetzt hat, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich weiß aber, was du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Das ist schon richtig lange her. Aber die hatten dann richtig viel Vorsprung. Und wir haben es mit Urtasun, glaube ich, nicht geschafft, da dran zu bleiben. Ja. Irgendwie sowas. Ja, naja. War das nicht das war auf dem Elbe? Das kann sein, ja. Das war schon möglich. Aber 5 Minuten Vorsprung haben wir immer noch. Aber so Fälle gibt es ja immer wieder beim Tourspiel oder beim Pro Cycling Manager. Ja, beim Pro Cycling Manager selten, aber beim Tourspiel hatten wir das jetzt schon ab und zu mal. Ja, weil bei Pro Cycling Manager, da gab es ja auch mal so ein Rennen, ein italienisches, das bei mir zumindest so ganz verpackt war. Da habe ich immer an derselben Stelle, egal wie gut mein Fahrer war, ausgerissen und bin mit 10 Minuten Abstand reingekommen. Also. Ja. Also die hinter uns machen echt ein identisches Tempo, also die Zeit vergeht genau gleich. Ja, ist so. Also es bleibt bei 5 Minuten Vorsprung. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin, ja. Jetzt nach oben. Achso, ne. Hey, sind ja 4 Minuten. Hängen geblieben. So ist es und nur so. Aber es wird insgesamt weniger. Also ja, insgesamt holen wir auf jeden Fall auf die vorderen auf ein bisschen, ja. Ja, und die anderen natürlich. Obwohl hier natürlich auch nur 3 Leute das Tempo machen. Also verstehe ich eigentlich auch nicht. Bei der Gruppe könnten die anderen Sprinter eigentlich auch mitfahren. Meine ist ja für alle gut, ja. Ja, aber ich sehe es halt echt nicht ein. Nö. Auch eine wie De Gendt vielmehr, könnte auch eigentlich mitfahren. Wenn Greipel denn in der Gruppe ist, vielleicht ist Greipel nicht in der Gruppe, das weiß ich nicht. Vielleicht hat der es irgendwie verpasst, aber dann könnte die Mannschaft Lotto hinten aufs Tempo machen, also. Ich habe nicht den Plan. Kann ich nicht sagen. Der Abstand auf jeden Fall ist noch größer als 5 Minuten und wächst an, also. Ja, weil der Vandenberg aber auch Tempo gemacht hat, das geht für die hoch. Ja. Aber wenn die Tempo machen, dann können wir es auf jeden Fall schaffen. Das auf jeden Fall, ja. Und hinten im Feld scheint niemand das Tempo zu machen, weil der Abstand wird immer größer, ja. Sehr interessant hier gerade, 6 Minuten jetzt gleich. Ja. Ja, was gut ist, das ist das französische Team, das macht Tempo nochmal. Ja, FDJ. Dann war der Vandenberg ein bisschen, aber ist jetzt auch schon wieder vorbei, aber dafür macht der Reza jetzt wieder Tempo und der Jenny. Aber die werden sich auf jeden Fall, der Vandenberg, der wird sich auch wieder einreihen, ich glaube jetzt fährt er wieder vorne. Also die haben ihre Sprinter hier vorne mit dabei. Ja, wir sind leider alleine vom Team her. Was meinst du denn, wenn ich jetzt, Moment mal, jetzt hier auf unsere Gruppe gehe? Ja. An welches Hinterrad soll ich mich hängen? Boah, da hast du echt freie Wahl. Also Kittel, Cavendish sind natürlich schnell, aber Degenkolb ist auch nicht übel. Ja, eigentlich all die da so rot markiert sind, ne, sind richtig schnell. Ah, ist schwierig. Ich überlege gerade so, ab wann wäre es am besten anfangen zu sprinten? Das ist die Frage. Das ist echt die Frage. Denkst, man muss halt seinen Fahrer auch kennen, damit man weiß, okay, es reicht für 1,2 Kilometer. Ja, und das Problem ist auch so ein bisschen, im Spiel ist es immer ein bisschen anders als in echt. Ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Also, schwierig, ja. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Boah, guck mal, was ein Abstand. 7 Minuten fast. Ja, tatsächlich.
Ich habe das Gefühl, also den Namen Greifel habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Ich glaube, der ist nicht in der Gruppe drin. Kannst du irgendwie noch nach unten schauen, was die Gruppe angeht? Nee, ne? Da ist Greipel drin. Also Greipel ist in der Gruppe. Ganz hinten. Ja, im Predator. Mit Contador und Co. Ich glaube, mehr also Fahrer sind hier halt auch nicht, ne? 14 Stück, ja. Also Greipel hat es verkackt, aber seine Mannschaft macht scheinbar auch nicht das Tempo. Denn der Abstand wird immer größer. Ja. Jetzt sind es fast 8 Minuten. Ja, ich glaube, da kommen wir auch durch, ne? Ja. Solange die hier Tempo machen. Und 8 Minuten ist schon ein guter Vorsprung, also. Da bin ich mal gespannt, da wird sich der Franzose Genies bestimmt anstrengen, dass er den hält. Wollen wir es hoffen? Da bin ich gespannt. Wollen wir es hoffen? Das könnte dann auch lustig insgesamt für die Gesamtkonstellation der Tour werden. Ja, also wenn der Vorsprung jetzt noch weiter wächst, dann könnte das echt kritisch werden auch. Aber ich würde es lustig finden. Ja. Wäre eine Herausforderung im Gegensatz, vor allem dann müsste theoretisch der Funk sogar mit uns zusammenarbeiten. Eigentlich ja, dann hat man auf einmal einen ganz anderen Gegner. Und mit dem hätte wahrscheinlich niemand gerechnet. Nee. Aber mal gucken. Das ist auf jeden Fall jetzt alles noch rumgespinnt. 46 Kilometer haben wir noch. Momentan ist der Abstand echt groß. Jetzt ist er gleich bei 9 Minuten, also. Er wird doch alles größer und größer, ne? Ja. Bin mal gespannt, ob wir die vorderen noch kriegen. Ja, der Abstand bleibt recht stabil, ne, muss man sagen. Ja, 3 Minuten sind es. Ich meine, vorher waren es 4,5, weil jetzt sind wir bei 3, aber. Ja, gut, aber eigentlich. Schon sehr lange. Ja. Ja, das Problem ist halt, vorne machen 3 Tempo und hier hinten im Prinzip sind es auch nur 3, die das Tempo machen. Ja. Und die 3 da vorne, die sind auch in der Ebene sehr, sehr stark, also mal gucken. Ja, aber wie gesagt, ich werde kein Tempo machen. Nö. Sehe ich überhaupt nicht ein. Warum denn auch? Ja, ja. Nimm mir nochmal ein bisschen von meinem Gel. Ja. So, und du, falls du dann später fährst, du musst, also wenn du gedrückt lässt, nimmst du es. Ja. Wenn du kurz Y drückst, switchst du hin und her. Zwischen den Gills. Ah ja, okay. Einfach nur ein kurzes Tippen, das hin und her. Ah ja, okay, ich sehe es, dann wird es so gelb markiert. Hast du das verstanden? Sehr gut. Das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt auch gleich 10 Minuten. Dominik Nerz ist zurückgefallen im Feld, warum auch immer. Ich meine, bei dem Tempo, das da hinten gemacht wird, kann ich nicht so ganz verstehen. Aber er hat fast eine Minute Rückstand, also der deutsche Kapitän von Bora. Denk mal, er will als Kapitänsrennen gehen. Ist da zurückgefallen. Mal schauen, ob er nochmal reinkommt, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Vandenberg macht jetzt hier wieder gut Tempo. Ja, also das sieht nicht übel aus. Jetzt sind es fast 10 Minuten Vorsprung aufs Feld. Die kommen doch sind mehr als 10, sorry. Quatsch, das habe ich. Fast 11, oder? Ja, das sind fast 11 Minuten natürlich. Die kommen da damit doch nicht klar. Keine Ahnung, also das Spiel hat wieder eine Überraschung für uns vorbereitet, ja, glaube ich. Ja, finde ich aber geil. Erste Etappe gleich mal so eine Überraschung. Ja. Das finde ich nice. Ja, und wer weiß, vielleicht wird dann doch Peter Sagan der aufs gelbe Trikot fährt, nicht Contador. Scheiß auf Contador, ganz ehrlich. Wir müssen nur die Berge irgendwie überstehen. Naja, 71 hat er am Berg, ist ja nicht so schlecht. Muss man ja sagen. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, irgendwie. Du hast keinen Bock, ich hab keinen Bock, hat einer Bock, keiner hat Bock. Ich glaube, das denken sich alle. Sein Team fährt für die Gesamtwertung. Die Fahrer an der Spitze des Feldes dürfen Probleme dabei bekommen, den Abstand zu vergrößern. Okay, also Astana macht jetzt scheinbar ein bisschen Tempo. Die kriegen jetzt langsam Schiss vor diesem Abstand, der jetzt schon 11 Minuten beträgt. Und jetzt wird es auch tatsächlich ein bisschen weniger. Sekunde um Sekunde verlieren wir ja, jetzt. Aber wir fahren ja auch nicht langsam. Wir fahren ja auch nicht langsam, das stimmt. Guck mal jetzt, das finde ich cool, die zeigen sogar an, dass die. Mhm. So der Motto, ja, fahrt mal zusammen. Ja. Also da bin ich jetzt gespannt. Ich denke mal, das kann man jetzt schon sagen, die Gruppe wird ins Ziel kommen. Mit Vorsprung, die Frage ist nur mit wie viel. Ja, aber ganz ehrlich, sehr viel können die eigentlich nicht mehr aufholen. Nee, eigentlich weil, nicht, weil es sind 11 Minuten. Ja. Und es sind nur noch 30 Kilometer und es ist flach. So ist und es. Und wir fahren ein Tempo von 60 km/h und also eigentlich. Also wenn nicht irgendwann die drei hier, die die ganze Zeit das Tempo machen, platt sind und sich einfach dann zurückfallen und die Sprinter sich sagen, nö, dann ist die Gruppe durch, aber ja, glaube ich auch nicht. Also Vandenberg ist zum Beispiel einer, der ist, glaube ich, in der Ebene kaum kaputt zu kriegen. Und Reza ist eigentlich auch nicht übel, also das könnte schon klappen hier. Ich gehe davon aus. Ja, vor allem eigentlich, der Abstand wird nicht wirklich kleiner. Nee. Was mich nur interessiert, ob wir die Vorderen jetzt noch kriegen oder nicht, weil das ist auch noch 2 Minuten. Und ja. Jetzt ist das Tempo wieder ein bisschen raus. Ja, aber es ist halt auch noch weit bis ins Ziel, noch 30 Kilometer, das kann schon reichen eigentlich. Weil die da vorne werden ja auch nicht mehr frischer, also muss man mal gucken. Ich würde sagen, notfalls mache ich jetzt ein bisschen Tempo, aber.
Ja, würde ich nicht machen, weil, ne. Aber der blaue Balken ist relativ voll. Ja, aber das Problem ist halt einfach, dass du die ganzen Sprinter im Hintergrund hast. Ja, ja, deswegen, ja. Und ja. Die machen das schon rar wie mir. Ja. Ja, oder setz mich jetzt einfach ab. Wäre auch eine Idee. Ich frage jetzt halt, ob die drei da vorne da mit dir fahren wollen. Ich glaube eher nicht. Ja, ich glaube, ich werde auch dann mal so ab Kilometer 9 ja. mich mal langsam einordnen. Jetzt kann ich ja noch so ein bisschen vorne rumeiern, aber so jetzt dann, wenn es dann gegen Ende geht, dann werde ich mir schon mal das passende Hinterrad suchen. Ja. Man hofft halt immer, man hat das richtige Hinterrad gewählt. Man ja. weiß ja nie. Also was mir in der im Peloton aufgefallen ist, ja. wenn du im Feld bist und echt hinter einem Fahrer bist und relativ nah an dem bist, wirst du krass ausgebremst. Und ich hoffe, das wird uns jetzt hier beim Sprint nicht passieren. Das weil das, das ist meistens böse. Ja, ich glaube, sei mir nicht böse, aber. Ich glaube, wir kriegen die nicht. Ich glaube, die fahren zu stark. Und wir machen jetzt auch gerade kein Riesentempo. Nee, Riesentempo nicht, aber der Vorsprung wird. Der schmilzt schon ein bisschen. Die Frage ist halt, ob das reicht. Das sind halt, wie gesagt, nur die drei, die das Tempo machen. Der Rest. Ja, der macht gar nichts. Der Reza sieht irgendwie platt aus. Also. Kann schon sein. Die sind jetzt auch schon sehr, sehr lang vorn, muss man sagen. Die Sprintwertung ist jetzt schon ewig lang steht schon ewig lang weg. 2 Minuten 14 sind es noch, 24 Kilometer vom Ziel, also na, wird eng. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr weggegangen. Macht jetzt Toni Martin auch mit, sieht so aus. Jetzt wird er sich jetzt hier auch noch einreihen und Tom Bohn glaube ich auch noch. Also dann sieht es natürlich wieder besser aus. Wenn die jetzt auch noch alle mitfahren. Ja, ich glaube jetzt wollen sie es halt auch, ne? Ja, glaube ich auch. Ja! Und einfach der, ey. Ah, jetzt wird das Tempo dann doch höher und jetzt glaube ich, ist die Möglichkeit auch da, die drei davor noch einzuholen. Das wäre nice. Auf jeden Fall, ja. Also, es sind aber schon viele Sprinter dabei. Es sind alle Sprinter dabei, außer Greipel, würde ich sagen. Ja, es ist krass. Also, da hat sich echt eine krasse Gruppe abgesetzt, ja. Ja, vor allem hat sich der, wie heißt der Franzose? Der Genies. Der hat sich ja mal gut reingehurt, auf Deutsch gesagt. Ja, auch der Legend, ist ja auch nicht. Ja. Auch nicht übel, 20 Kilometer sind es noch. Und wir haben immer noch 10 Minuten Vorsprung. Vorn fällt Tialingi zurück, wie es aussieht. Der kann den anderen beiden nicht mehr folgen. Ich glaube, es wird knapp. Wird auf jeden Fall knapp, ja. Jetzt sind es weniger als 2 Minuten. Aber ansonsten auf das hintere Feld haben wir immer noch 10 Minuten, ne? So ist es. Was? Und vorne hat jetzt Serge Pauls die anderen beiden abgehängt, wie es aussieht. Aber hat nicht viel Vorsprung, also die können den auch noch reinholen. Das sah jetzt gar nichts. Ja, da haben sie ihn auch wieder. Aber der Vorsprung auf die Gruppe, vielmehr auf uns, ja, der wächst. Der ist jetzt wieder größer geworden, dadurch, dass sie ja vorne angegriffen haben. Aber kann natürlich auch sein, dass die sich da vorne jetzt gerade kaputt fahren. Das weiß man nicht. Aber auch nur noch 16 Kilometer. Ja, stimmt auch wieder, stimmt. Ich glaube, wir kriegen die nicht mehr. Jetzt aber hier ETX Quickstep und FDJ ganz schön am Tempo machen. Die geben jetzt hier Vollgas. Also soll ich meinst du, an wen soll ich mich hängen, Alter? An Martin? Nee, Martin ist kein Sprinter. Tja. Die Sprinter hängen noch hinten rum, ne? Ja, da haben wir Kittel. Da rechts ist. Ne, das ist Genies. Der Mar ist auch mit dabei. Kittel ist da von rechts, der blaue. Der hinterste blaue. Genau. Ich hänge mich mal einfach an den dran. So, das ist 13 Kilometer noch. 2,18, ja, das wird eng. Meinst du, ich soll das Geld schon mal nehmen? Ja, ist noch ein bisschen früh, würde ich sagen. Ich würde es echt so 6 Kilometer circa vom Ziel nehmen, sowas. Wenn du das sagst, schwer dir vertrauen. Also so ist beim Pro-Cycle-Manager zumindest. Weiß ich, wie es hier ist. So, jetzt sinkt der Vorsprung doch ganz schön, aber er ist halt immer noch 2 Minuten groß. Das ist schon viel. Vor allen Dingen nur noch 11 Kilometer zu fahren. Also ich glaube, du hast recht, die kommen da vorne durch. Würde ich sagen. Ich glaube, die kommen durch. Ich glaube auch. Ich bin gespannt auf die Zieleinfahrt, ey. Langsam. Ja. Nimm ich mal auch meine aerodynamische Position ein. Und so ist es. So, da vorne die 10 Kilometer Marke. Also es ist nicht mehr weit, aber es sind noch 1,48 Rückstand auf die drei da vorne. Also das ist hier ein richtig krasser Kampf. Und nicht vergessen, wir haben fast noch 10 Minuten aus Feldvorsprung. Es ist echt krank. Wie auch immer sowas passieren kann, ne? In echt ja. undenkbar. Ja. Ja, weil spätestens irgendwie bei 100 Kilometer, wenn der Abstand irgendwie 12 Minuten beträgt. Ja. Und wenn dann noch ein Fahrer dabei ist, der am Berg echt nicht schlecht ist oder so,
dann machen wir schon Tempo, egal wie. Also das so ist ja. So, noch 7 Kilometer. Eine Minute noch auf die Gruppe. Also die haben gerade nochmal richtig verloren. Und der Abstand, der sinkt jetzt extrem, weil hier ETX Quickstep und FDJ nochmal richtig reintreten. Und ich glaube fast, ihr holt die doch noch. 6 Kilometer, 40 Sekunden. Aber wenn der Abstand weiterhin so sinkt, dann könnte es doch noch was werden. 5,4 Kilometer. Daniela ist schon genommen, sehr gut. Da ist die 5 Kilometer Marke und da vorne sind sie schon zu sehen. Da vorne sieht man das rote Auto und die drei führenden 20 Sekunden nur noch. Will ich schon Gas geben? Die geben jetzt Gas, denn es sind nur noch 4 Kilometer und die da vorne müssen eingeholt werden. Das ist natürlich klar. Aber das schaffen die. Das schaffen die. Die holen die ein. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. 3,4 Kilometer. Wer hätte das gedacht, dass die noch holen? Ganz ehrlich. Also ich nicht. So, und jetzt beginnt schon langsam der Sprint so ein bisschen. 2,3. Kittel geht nach vorne zusammen mit Tom Bohnen und Sagan am Hinterrad. 2 Kilometer noch zu fahren. Das ist auf jeden Fall ein gutes Hinterrad, das du da gesucht hast, denke ich mal. Und jetzt, da ist der letzte Kilometer. Jetzt ist der Sprint eröffnet. Und Sagan geht nach vorne, Degenkolb vor, Kokar daneben und Kittel. Und das gibt den Sieg für Marcel Kittel, aber dritter Platz, wie es aussieht, für Peter Sagan. Top 5 sollten wir, ne? Ja. Das war ganz richtig anstrengend. Ja, ich merke es. Also, hast dich doch gut reingelegt. Hast den Arkenhopf schön penetriert. Mhm. Ach du Fuck. Aber geil, Top 3. Alter, eine Stunde nehmen wir jetzt auf, wegen einer Etappe. Das ist ja eine, da haben wir uns ja was Geiles vorgenommen. Ich freue mich schon auf die Bergetappen, ja. Das wird übel. Das wird richtig übel. Der letzte Fahrer, Emanuel Buchmann. Ja, toll. So. Boah, muss ich schlafen, ey. Ja, boah, ich muss pennen, Alter. Feuertaufe. Schließen Sie eine Etappe ab. Möchten Schön. Sie den Fortschritt speichern? Natürlich. Natürlich wollen wir das. Also, Marcel Kittel gewinnt vor John Degenkolb und Peter Sagan. Dank Kokar, Buani, Modolo, Demar, Bohnen und Cavendish. Und 10. Stijn Vandenberg. Ja. Wir schauen mal gerade, wie... Mit 9 Minuten sind sie reingekommen. Mit 9 Minuten vor. Siehe da, Kreipel und Christoph. Oh, stimmt, da waren einige noch, die gefehlt haben. Viviani auch, Matthews, Even. Also, da haben schon einige gefehlt an den Sprintern. Und das ist natürlich vor allen Dingen in der Punktewertung. Sind dann wir jetzt schon... auf Platz 3. So ist es. Kittel auf 1. Ah, ja. Der hat den Sprint gewonnen, ne? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Also, Kittel... Montag im grünen Trikot, 2. Dege und dann eben Peter Sagan. Kokar führt in der Nachwuchswertung. Kämpferwertung für Tierlingi an. Preisgeld. Und Teamwertung habe ich jetzt nicht gesehen. Achso. Teamwertung, ah ja, ETX vor FDJ, ja gut, das war zu erwarten, weil die waren ja mit mehr als 3 Fahrern vorne drin. Und dann wird es natürlich auch schon mal einen dicken Vorsprung. Ja, auf jeden Fall. Dann Dimension Data und dann der Rest, also. Was heißt Kämpferwertung? Da sind wir auf Platz 4. Ja, gut. Ist ja gut, da Kämpferwertung ist immer so eine Sache. Ja, da werden wir wahrscheinlich auch diesmal gar nicht viel ausrechnen können. Würde ich sagen, speichern wir schon mal ganz kurz das Ganze. So ist es. Hat es gestartet? Ja, da. Ja. Wunderbar. Ja, eigentlich war es das für die erste Folge. So ist es. War cool zu fahren. Ich finde aber auch, es ist einfacher. Ja? Von der Lenkung her, das? Also vom Sprint her. Von der Lenkung her und ich finde, es ist geil gemacht von der irgendwie. Ja. Aerodynamik? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, okay. Aber einfach von der. So, so. Das Bild sieht einfach geil aus, viel schneller als sonst. Vielleicht liegt es an der Bewegungsunschärfe, mein Freund. Die ist nicht zu verachten, wer weiß. Also. Kann sein, das kann sein. Ich würde sagen, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge. So ist es. Etappe 2, die geht dann. Warte mal, wir gehen mal gerade noch weiter. Nee. Ja, nee. Machen wir in der nächsten Folge Etappe 2. Genau. Ja. Und wir sind auf dem 3. Platz der Gesamtwertung, Freunde, mit nur 6 Sekunden Abstand auf Marcel Kittel. Macht's gut.